Servus Christian, herzlich willkommen zurück bei dieser Mod-Vorstellung im Mod-Contest. Ja, jetzt haben wir in schon die 3650, in schon die 3000. Ein 33.050 und in 3050. Ja, die drei Traktoren unterscheiden sich einmal von der PS-Klasse. Also fangen wir mit 90 PS, 116 und 100 PS. Dann haben wir Pflegereifung, Breitreifen und Standardbereifung natürlich. Design heben wir Frontgewicht. Das normale. So, das Frontgewicht ist das da und das ist normal, so in Anführungszeichen alles Zugmal von früher. Ja, Standard 580 heben wir da. Und da heben wir 580er, 70er, 30er. Auf jeden Fall, ich glaube, dass ich Breitreifen schon nicht mehr hätte. Ja, auf jeden Fall, schauen wir uns den Traktor mal so an, fahren wir mal eine kurze Runde. Bandlachs, die ist verbaut, das spüre ich schon beim Fahren. Die Längszylinder unten. Wo es man jetzt sieht, was schauen wir da gleich. Ja genau, Bandlachs, das ist bei sowas auch verbaut. Das ist so wie beim Fahrrad richtig schön oldtimer-mäßig. Bam, 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 überall drüber. Der Schaft, also. Auch. Raucherschienen unten, Druckluft haben wir auch. Hub haben wir, Standard, Randumleuchten, Romaromen, sieht man jetzt IC-Steuerung, Fronttür, Seitendinger, das ist auch schön gemacht, der Hagel da, Dachfenster gibt es auch sogar, also, die Scheibe, sieht es nicht gerade der beste meiner Meinung nach, aber reicht vollkommen für den Traktor, weil es ein älterer. Und da Schalt, Nippel, deckst du für die Seiten, könnte man noch ein bisschen verbessern, also ist man grad, also auch hochauflösend, da meine ich jetzt damit. Sehr klar, dass der kein Ding hat, keine DBS-Ausstattung. Dann die Blinker, die werden unten angezeigt. Lichtstufe, Öffentlicht, auf jeden Fall tut sie unten was. Und Pedale. Na, den Boden könnte man ein bisschen einen schönen reingeben. Da oben ist ja das Radio drinnen, das ist auch gut. So optisch schaut er auch gar nicht mehr so schlecht aus. Außen kann man die Kuhschläge von oben geben. Dann schaut er gleich nur eine Spur besser aus. Die Aufschrift, also das Ding könnte man auch noch ein Spur besser machen. Da, das ist auch wieder schön gemacht worden, so. Man hat einfach probiert, dass man das Beste draus macht. Druckluft unten, für den Behälter und Ackerschein sieht man extrem selten auf Traktoren. Aber ob da, na, Fehler sind keine drauf. Ein bisschen Textur fehlt, weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall für richtige Oldtimer Junkies, Youngtimer Junkies, wenn man das so sagen kann. Naja, das. Also für Oldtimer, die was Old, ich will nicht sagen Junkies, aber Liebhaber, die kann man auch sogar zu machen. Da sieht man, das ist richtig schön verarbeitet. Da dreht man aber. Raffen könnte man noch andere aufgeben. Die was ein bisschen abgefahrener ausschauen, wirken, dann ist das ganz was anderes. Das bei denen ist, dass der Fuhren keine Kultur aufhören. Das wundert mich, weil der Fuhren viel breiter, der Fuhren.
380 und hinten die 20er, oder? Warte schon mal. Ja, das sind 20er. Und da merkt man einfach beim Fahren wieder. Pendlachs und Kulturreifen. Du hast eine viel schmalere Auflagebreite bei dem Traktor passt. Heben wir den Traktor schon auf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Pfiat denk.